man sieht, ist die Sommersaison eingeläutet. Wir tragen wieder Turnschuhe. So, nach einer Viertelstunde haben wir endlich den Wald erreicht. Da geht's weiter. Video ist bestimmt schlecht zu sehen, auch die ganz schön steil hier hoch. Da ist das gute Stück. Gleich nebenan ein Schutzdach, wo wir Mittag essen können. Und wie fast überall, wo ein Ausflugsziel ist, haben sich irgendwelche Kinder schon eine Höhle gebaut. Die Buschkrafter von morgen. Entschuldigung, die Windgeräusche, aber ich filme nur mit dem Handy. Und hier oben pfeift es natürlich ganz schön, der Wind. Da hinten liegt Rügen und hammerfest in Norwegen. Kann man nicht sehen, aber nachlesen. Wobei das hier die Havel sein müsste. Vom Weiten sieht es aus, als ob diese Träger aus Holz sind. Aber da haben sie natürlich geschummelt. Das sind Stahlträger, die nur ein bisschen mit Holz verkleidet sind. Und weil man sehen kann, da oben an dieser Stelle angesetzt. Insgesamt sind es 5 oder 6 Baumstämme bis oben. Sieht auf jeden Fall schicker aus. Und genau da steht meine Frau, die unten geblieben war, weil sie ja Höhenangst hat. Erstmal den Kaffee kochen. Diesmal auf den Spiritusbrenner, weil wir danach sowieso gleich Würste warm machen. Da reicht der Speedkocher nicht. Zum Mittag gibt es heute nur ein paar Würstchen mit Brötchen, aber es ist ja nur ein kleiner Tagesausflug, da reicht es. So, wir laufen jetzt einfach noch ein bisschen weiter, sonst wäre der Ausflug ein bisschen kurz gewesen. Jetzt haben wir einen wunderschönen Trampelpfad gefunden, direkt am Hang. Und nach ca. 2 Kilometern müssten wir an der Havel ankommen. Hier haben wir eine ausgeschilderte Drehbrücke erreicht, wo
Wobei die Schilder schon uralt sind und wie man unschwer erkennen kann, ist der Drehmechanismus, die Achse. Aber die Brücke hat sich auch seit Jahrzehnten nicht mehr gedreht. Da hinten kann man die Havel sehen. Wir haben jetzt die Havel erreicht, wir werden eine kleine Pause machen und dann mehr oder weniger denselben Weg zurückgehen. Hier sieht man den Turm von Weitem ungefähr. Na, da ungefähr ist er jetzt.